Es gibt nur eins, was peinlicher ist für mich als Amerikaner, dass wir unsere besten Freunde so unhöflich abhören. Und das ist, dass es rausgekommen ist. So haben wir Sie auch schon zitiert. Anke Domscheit-Berg muss auch über diesen Satz schmunzeln. Sind Sie, Frau Domscheit-Berg, erstaunt darüber, dass die Bundeskanzlerin erst jetzt so heftig reagiert? Oder sagen Sie, sie konnte tatsächlich erst jetzt die Dimension dieser Affäre verstehen? Wenn sie es tatsächlich erst jetzt verstehen könnte, müsste ich sehr stark an ihrem IQ zweifeln und dann wäre sie an dieser Stelle an der falschen Stelle. Ich habe wirklich keine Erklärung dafür, wie man einer Regierung, die sich in der Vergangenheit als notorische Lügenregierung dargestellt hat, wie man dieses Vertrauen entgegenbringen kann. Ich finde es auch nach wie vor völlig unverständlich, wie unsere Kanzlerin davon spricht, dass man sich unter Freunden nicht abhört und es deshalb ganz empörend finde, dass die USA das selbstverständlich tut. Das überrascht uns überhaupt nicht. Die Piraten haben das schon immer so gesagt. Dass sie aber gleichzeitig in den letzten Regierungen, an denen sie beteiligt war, 25 neue Überwachungsgesetze in Deutschland gemacht hat und 80 Millionen Bürgerinnen und Bürger offensichtlich für Feinde erklärt. Denn da gibt es auch kein Vertrauen uns gegenüber. Das Bundesamt für Verfassungsschutz betreibt gar keine Spionageabwehr gegenüber Frankreich, Großbritannien oder USA. Die handeln nach dem Grundsatz, Kontrolle ist gut, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist nicht nötig. Die sind völlig arglos, weil man davon ausgeht, das sind befreundete Länder. Wir sind Wertegemeinschaften, wir sind in der NATO verbündet, wir verfolgen die gleichen grundsätzlichen politischen Ziele. Und das Bundesamt für Verfassungsschutz geht davon aus, dass wir von solchen Ländern nicht ausgespäht werden und betreibt deshalb gar keine Vorkehrungen. Die Bundesanwaltschaft prüft jetzt, Frau Domscheit-Berg. Die Welt hat veröffentlicht, dass aus den Unterlagen eben von Edward Snowden auch die Handynummer der Bundeskanzlerin zu entnehmen waren. Hat also wieder Edward Snowden für die Aufklärung gesorgt, die wir von anderer Stelle nicht bekommen haben? Ja, ganz offensichtlich. Also ihm verdanken wir ja, dass wir uns zum ersten Mal seit sehr langer Zeit ernsthaft mit diesem schwierigen Thema befassen, das tatsächlich die Wurzeln unserer Demokratie gefährdet. Und wir müssen hier aufpassen, dass wir an dieser Wegscheide in Richtung totalitärer Staat nicht vielleicht sogar schon abgebogen sind und wieder rechtzeitig umkehren. Mhm. Und wenn Kanzlerin Merkel zwar viel zu spät, aber wenigstens jetzt klare Position beziehen möchte gegenüber den Vereinigten Staaten, dann wäre ein starkes Signal, jetzt Edward Snowden Asyl zu gewähren, denn ihm haben wir all diese Erkenntnisse zu verdanken. Sie sind in der Netzszene aktiv. Rechnen Sie denn damit, dass Edward Snowden noch ein paar Asse im Ärmel hat, mit denen wir dann gleichermaßen im 3 Wochen oder 2 Wochen Abstand konfrontiert werden? Ich bin ganz sicher, dass das so sein wird. Das war auch angekündigt worden über die Kontakte, die er ja in den Partnermedien hat, dass dort noch etliche unglückliche Informationen leider auf uns warten. Und bis jetzt sind alle diese Ankündigungen eingetreten. Und ich glaube nicht, dass das schon das Ende der Fahnenstange sein wird. Mhm. Umso wichtiger ist, dass diese Debatte eben nicht für beendet erklärt wird. Weder vor dem Wahlkampf, noch im Wahlkampf, noch danach. Umso wichtiger ist es, dass Sie zum Beispiel, Herr Oppermann, das auch in die Koalitionsverhandlungen reintragen und neben der internationalen Perspektive auch die nationale Perspektive betrachten. Man kann ja nicht so schizophren sein und draußen andere Werte propagieren, als man es im eigenen Lande möchte und dass Sie zum Beispiel auf jeden Fall dafür sorgen, dass eine Vorratsdatenspeicherung nicht Teil des Koalitionsvertrages wird, sondern eben ihr Gegenteil, dass wir das verhindern, dass wir auch nicht im eigenen Land alle als Generalverdächtige gelten. Mhm. Gut, jetzt sind wir. Das muss in Amerika gemacht werden. Amerika wird nicht aufhören, alle Daten zu speichern, die es bekommen kann. Und Deutschland speichert auch zuerst alle Daten und nachher wird sortiert, was dürfen wir anschauen, also die 20%. Also ich will nicht da in Streiten reingehen, aber es ist einfacher, alle Daten zu speichern. Das ist rechtlich gar nicht zulässig. Okay. Und ein anderer wichtiger Punkt. Für Amerikaner ist es rechtswidrig, wenn Amerikaner so verfolgt werden. Obwohl es natürlich auch eine Grauzone ist. Für Amerikaner ist es aber nicht rechtswidrig, wenn China, Russland, Italien, Frankreich und auch unsere beste deutsche Freunde spioniert werden. Da wollen Sie keinen Unterschied machen? Das,
Ja, wir müssen einen Unterschied machen. Wir müssen viel vorsichtiger sein, wenn wir Deutschland wirklich abhören. Herr Dennis, also jetzt ich kann nicht sagen, mein Land wird Deutschland nicht mehr abhören. Naja gut, das aber was Sie da reden, aber Herr Dennis, das ist doch ein bisschen zynisch. Was ist das für eine Haltung, wenn die Amerikaner Rechte in Anspruch nehmen, die sie den anderen Ländern nicht zubilligen wollen? Das ist doch ein Rückfall in den Unilateralismus. Ich meine, Obama wollte den überwinden. Und jetzt schimpfen die Amerikaner darüber, über die Cyber-Ausspähungen durch die Chinesen, aber finden überhaupt nichts dabei, die deutsche Bundeskanzlerin auszuspähen. Das passt doch nicht zusammen. Und grenzüberschreitend. Und da passen eigentlich die Regeln zwischen Inland und Ausland nicht mehr richtig. Aber die Grundrechte sind national. Was wir brauchen, ist ein Völkerrecht. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Da steht nicht die Würde deutscher Staatsbürger. Da gebe ich Ihnen ja recht. Aber der Artikel 1 Absatz 1, gilt aber nur in Deutschland. Warum darf der BND in Deutschland dann aber 500 Millionen Datensätze jeden Monat? Das darf er nicht. Das tut er auch nicht. Er übrigens tut es. Nein, die 500 Millionen Datensätze. Es wären hier nur Afghanen. Es ist aber eine deutsche Behörde, die dem deutschen Grundgesetz unterliegt. Nein, da irren Sie. Und ich wage zu behaupten, ich möchte das gern zu Ende führen, dass diese 500 Millionen E-Mails oder Datensätze in keinem Verhältnis stehen zu der Terrorabwehr und dass sie auch die Würde von Menschen verletzen, nämlich von denen in Afghanistan. Darüber muss man diskutieren. Diese Daten werden aber verwendet. Diese Daten, ich möchte das zu Ende führen. Ja, Sie haben mich unterbrochen. Aber führen Sie es zu Ende. Wenn Sie mich schon unterbrechen, führen Sie es bitte zu Ende. Dafür, dass ich gefragt habe und Sie geredet haben, ist in Ordnung. Ja. Stimmt, das war jetzt ein flotter Dreier. Also mach es jetzt auch wirklich mal zu Ende. Diese Daten, die werden benutzt, weitergegeben an die NSA. Erstens, wir wissen gar nicht, ob Deutsche wirklich rausgefiltert sind. Die Frage wurde nämlich nicht beantwortet. Es stand zumindest in den Medien, dass sie im Parlament nicht beantwortet wurde. Und alle Menschen, die sich technisch sehr gut auskennen, sagen, es ist technisch unmöglich. Wenn man nämlich eine Endung mit DE an einer E-Mail rausfiltert, Menschen benutzen eine Google-Mail-Adresse, dann sind sie gar nicht erkennbar als Deutsche. Also diese Sicherheit können wir gar nicht haben. Aber nehmen wir mal theoretisch an, es sind alles afghanische E-Mails. Diese Daten werden benutzt von der NSA, um Menschen zu identifizieren, die möglicherweise Ziele werden für Drohnenangriffe und möglicherweise extralegal hingerichtet werden, ohne Gerichtsverfahren, ohne sich verteidigen zu können, ohne Anwalt, ohne alles. Und wir liefern dazu Beihilfe mit Daten. Das ist eine Verletzung von Artikel 1 des Grundgesetzes.